Hallo und herzlich willkommen bei TipTap Tube. Da bist du Ash auch. Und heute gibt's Kindervorstellung versus Realität. Ich würde sagen, jetzt gehen wir direkt los. Viel Spaß. Aufstehen. Guten Morgen. Aufstehen, zur Schule gehen. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Schatz. Ich mach dir schon mal Frühstück. Ich auf die Schule. Ja, dann mal los. Schon mal fertig machen. Hast du gut geschlafen? Gut. Aufstehenszeit. Guten Morgen. Aufstehen. Komm, Mäusi. Aufstehen, sonst verstehst du gleich. Komm, ich mach schon mal Frühstück. Na komm. Bist du wieder eingeschlafen? Komm, aufstehen, frühstücken. Komm, mach dich mal fertig. Komm. Komm. Frühstück. Hunger, was gibt's denn heute? Es gibt ja Äpfel, Orangen. Ich habe heute mal Hunger auf eine Banane. Die sind schön gesund. Mama sagt auch immer, isst Bananen, damit ich schön groß und stark werde. Obwohl, ich habe eigentlich ein bisschen mehr Hunger, also Apfelgeld. Boah, lecker, lecker, lecker. Boah, ich werde jetzt hier sogar noch zum Affen, ey. Die sind so toll. Lecker. Wir hatten Chips, oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott, Pringles. Longies, Alter, das ist ja ein Schiff. Oh nein. Ja, auch alles auf. Boah, geil. Das ist ein ausgewogenes Frühstück. Oh, reicht gar nicht. Boah, boah, das war's auch mal. Boah, lecker. Für die Schule fertig machen. Schön fertig in die Schule. So, ein schönes Polohemd. So, anziehen. Mama, Mama, ich bin fertig. Wir können losgehen zur Schule. Ash, bist du jetzt fertig? Du bist ja noch nicht mal angezogen. Nein, das soll ich, dann kann ich im Schlafanzug zur Schule gehen. Welchen Schlafanzug? Zieh dich jetzt mal bitte an. Nein, ich finde ja nichts. Das passt mir alles nicht. Du hast so tolle Sachen da drin. Zieh mal bitte den Pulli an und unten. Ich mag die nicht. Die müssen sie einkaufen. Das ist alles blöde. Dann geht Schlafanzug. Reue da. Von der Schule kommen. Endlich zu Hause. Mama? Wir haben heute Klausur wieder bekommen, haben nämlich eine 1 gehabt. Ach ja, wo kam jetzt auch noch? Auch noch eine 1. Aber da habe ich leider einen Fehler gemacht. Aber ist ja nicht so schlimm. Nächster wird wieder volle Punktzahl. Aber jetzt muss ich natürlich erstmal hoch Hausaufgaben machen. Ja. Boah, ich gar keinen Bock mehr auf scheiß Schule. Ich habe eigentlich eine 6 wieder geschrieben. Braucht man denn Reni? Hausaufgaben, Alter, wer macht so einen Dreck überhaupt? Das Mittagessen. Mama, du hast so ein tolles Mittagessen gekocht. Das ist so lecker. Und das ist vor allem so gesund, das ganze Gemüse. Ich wünsche dir guten Appetit, mein Schatz. Danke. Guck mal, ich hab was aufgegessen, siehst du? Guten Appetit, mein Schatz. Mama, ich hab keinen Hunger. Und ich mag das nicht. Das ist sehr gesund. Das ist Gemüse. Nein. Iss mal bitte. Nee. Das ist sehr gesund. Du kannst das essen. Guck mal. Du kannst ja. Guck mal, dafür wirst du schön gesund, Mama. Ich mag das nicht. Ich hab das schon gegessen. Mama, ich hab keinen Hunger mehr. Ich mag das nicht. Das ist eklig. Gemüse ist nicht eklig. Komm doch mal was anderes. Freizeit. Heute wird das mal richtig gelesen. Oh, das dauert euch, bis ich das durch hab. Okay. Boah, ist das interessant, ey. Ey, sowas hab ich ja noch nie gelesen. Boah, ich glaube, ich bin das nächste Mal in Vipo viel, viel besser. Oh, Grundgesetz, wer braucht den Dreck denn, ey? Oh, ja, es wird. Ja! Oh mein Gott, Fortnite! Oh mein Gott, ich glaube, ich gewinne sogar noch. Und? Jetzt schießen, schießen, schießen. Ja! Gewonnen! Und direkt die zweite Runde. Im Haushalt helfen. Mama? Ja? Kann ich dir irgendwie helfen? Oh, das ist aber lieb von dir. Kannst du
vielleicht schon mal Tisch decken. Wir wollen den Abendbrot essen und ich wasche schon mal ab in der Zeit. Ja. Ash? Ash? Hä, was soll das denn? Kannst du bitte mal den Tisch decken kommen? Hä? Mann, ja, ich komme ja schon. Mitten im Level aufhören. Zimmer aufräumen. Ja, aufräumen. Erstmal muss ich mein Bett machen, damit schön alles richtig ordentlich ist. Mama mag mich so am liebsten. Oh ja, die Decke muss auch nicht richtig gemacht werden. Oh, das ist aber nicht ordentlich genug. So, das muss alles richtig ordentlich sein. Ich meine, ich muss auch hier schlafen können nachher. So, perfekt. Oh nein, mein Ranz, was macht der denn hier? Ist voll die falsche Stelle. Der muss hier hin. Von hier gehört er hin. Boah, ja, alles ist ordentlich. Wuhu! Mal gucken, ob mein Kind hier aufgeräumt hat. Das bezweifle ich ja. Ich hatte recht. Das darf nicht wahr sein. Diese schönen Klamotten hier auf dem Fußboden, das gibt's doch gar nicht. Schlafen gehen. Bin ich müde, es ist schon 7:30. Ich will jetzt nur schlafen. Oh, ich bin schon so müde. Es ist schon 7:30, ich kann nicht mehr einschlafen. Du musst jetzt auch ins Bett gehen. Ja, okay. Zack, zack. Gute Nacht. Gute Nacht. Jetzt geht er mit der Fußball spielen. Nächster Schuss. Aha. Mann, die komm schon. Ja, und ich treffe auch. Oh, oh, und. Ja! Sag mal, es ist schon 9 Uhr. Leg dich mal bitte hin. Du musst schlafen. Morgen ist wieder Schule. Okay, gute Nacht, Mama. Gute Nacht. Freund, du bist ja immer noch nicht im Bett. Ab ins Bett. Morgen ist wieder Schule. Gute Nacht, Mama. Und zwar ohne den Ball. Das waren jetzt die Kinder in Vorstellung versus Realität. Also habt ihr jetzt mal gesehen, wie das Ganze war. Und es war natürlich wie immer ein bisschen überspitzt. Ja klar, also es ist jetzt nicht so, dass ich eine 6 oder so in der Schule schreibe. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Euch ist bestimmt auch so, also ich denke mal, die meisten sowieso in der Realität. Nein, es gibt solche und solche Kinder. Schreibt mal in die Kommentare. Also schreibt in die Kommentare rein, was seid ihr? Seid ihr eher Vorstellung oder seid ihr eher die Realitätskinder? Ja, gerne. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, und tschüss. Tschüss! Mama, was ist denn mit Essen? Ich hab gar keinen Hunger. Guck mal, das Glas mag es nicht. Ich hole dir. Das Glas mag es ja auch nicht. Guck.